Hallihallo zusammen, ich bin Jimena von Stampin' Himmel und heute habe ich eine schnelle Idee für euch. Und zwar mit einem Produkt aus Celebration, diesem Designerpapier, das Designerpapier Narcissenside. Und das ist ja eine meiner Lieblingsdesignerpapiere aus Celebration. Und das kann man ja gratis bei einer Bestellung ab 60 Euro wert. Kann man ja gratis aussuchen bei Stampin' Up. Ja, bis Ende Februar oder so lange, wie der Vorrat reicht. Diesen süßen Stempelset Ostergrüße, guck mal, wie süß der ist. Das ist ein Stempelset in den Mini-Katalog und das kann man wunderbar kombinieren mit dieser Mini-Schachtel. Also, das heißt, süße Schachtel. Man kann ja auch hier Süßigkeiten packen oder einfach Kekse oder Kärtchen, also was auch immer man hier packen möchte. Und ich habe für euch eine kleine Idee, wie man das zu Ostern benutzen kann. Wir schneiden das Papier zurecht bei 6 cm. Und bei 8,5 cm. Ich lasse absichtlich diesen weißen Teil hier frei und schneide eher die Blumen unten. In eine Packung von diesen Süßschachteln sind Centschachtel, sind kleine Schachtel und das ist einfach die perfekte Lösung für schnelle Geschenke oder für kleine Mitbringsel, kleine Mitgipsel. Ich habe hier Tinte in Schwarz, aber man kann auch mit Grün, mit Balmos zum Beispiel aufstempeln. Und ich habe hier von Osterhase und stempel ich einfach hier mein Gruß. Ganz easy. Wunderschöner Stiftzug. Und jetzt kleben wir das. Ich habe hier Tombow. Es ist vielleicht noch zu früh. Wir sind kaum raus aus der Weihnachtsstimmung und jetzt ein Osterprojekt. Aber ihr seht, wie die Zeit so schnell geht. Oster wird uns alle überraschen, bevor wir bereit sind. Also in einer Packung von dieser kleinen Süßschachtel sind 10 Schachtel. Das kostet 12 Euro. Und das kann man wunderbar dann mit diesem Stempelset noch kombinieren. Das Stempelset findet ihr auf Seite 27 von dem Mini-Katalog. Es kostet 28 Euro. Und die Schachtel, ach, hier haben sie auch ein bisschen Beispiele, was man auch damit machen kann. Also, die sind die gleichen Schachteln, einfach anders dekoriert. Und wie gesagt, es kostet 12 Euro. 28 Euro, das sind 40 Euro. Und dann mit weitere 20 Euro kann man sich ein Geschenk aus der Celebration aussuchen. Hier die Klebeleinchen abziehen. Die kleine Lasche geht nach innen, die mit den Klebestreifen auch danach. Und dann darüber kommt diese andere Lasche. Das gleiche auf die andere Seite. Und voilà, fertig ist unsere kleine Verpackung. Wie gesagt, da kann man kann Tee verpacken oder man kann ja, Gummibärchen verpacken. Ich habe hier noch das Geschenk, also Geschenkband in Karoband. In Hummelgelb, das ist auch Hummelgelb und deswegen passt das ja auch perfekt. Dann eine
kleine Schleife zusammenbinden. So. Das Geschenkband kostet 8,50 Euro, also sind wir jetzt schon bei 48,50 Euro. Und dann brauchen wir nur noch 12 Euro. Die können wir zum Beispiel mit Kleber oder mit dieser Süßeschere, Präzisionsschere von Stampin' Up, die kosten auch 12 Euro. Und jetzt können wir uns das Geschenkpapier, also das Designerpapier als Geschenk aussuchen von der Celebration. Das geht aber nur bis Ende Februar oder solange wie der Vorrat reicht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.